Oh, sausage. Oh, yeah. That's weird. Oh. Was geht, Leute? Guten Morgen. Sind gerade aufgestanden, es ist 8:15 circa. Und zum Frühstück erstmal gerade das Rootbier, natürlich, muss so sein. Dann. damit man nicht sieht, wie verschlafen ich aussehe, habe ich mir erstmal eine Sonnenbrille aufgesetzt und gleich geht's noch unter die Dusche und frisch machen und alles drum und dran. Ja, wie sieht so ein Frühstück aus im Hotel? So. Das sind Backkartoffeln, sind immer so gebackene Kartoffeln, Baked Potatoes. Dann haben wir hier Rührei, irgend so ein Brotding, Wurstfladen mit irgendeiner Soße. Naja, dann würde ich sagen, ne, wie ist der Plan für heute? Ja, um 12 fahren wir in die Mall, die gestern geschlossen war. Und um 14 Uhr ist dann die Begrüßung an der Littleton High, an der Schule. Ja, an der Gastschule dann halt, ne? Dann bis dann. So, wir sind hier jetzt bei Park Meadows angekommen. Sieht geil aus. Wetter ist warm, Wetter ist Bombe. Mega geil alles hier. Die Gruppe macht sich gerade auf den Weg. Wir laufen alle so ein bisschen unabhängig voneinander hier rum. Mal schauen, wo ich hingehen werde. Vor allem, ja, nettes Ambiente hier. Und sieht alles total cool aus, ne? Solche Mords gibt's hier nicht, da kommt so ein Ding angerannt. Video crashen! Hallo, schöne Grüße nach Deutschland! Deutschland, ja. Deutschland! Ich hatte echt mal gehofft, eine Aufnahme mit Niveau zu machen, ne?
So, wir sind gerade dabei, hier das Einkaufszentrum hier zu verlassen. Hallo. Ja, hab ein paar kranke Snacks gekauft für... Später werde ich mal reinpfeifen. Ja, und wir sind jetzt gleich auf dem Weg dann zur Littleton High. Ja, bis gleich. So Leute, wir waren in der Schule, haben da gegessen und ich habe ja so gezeigt, wie die Schule so einigermaßen von außen aussieht und wir sind jedenfalls jetzt hier irgendwo in der Nachbarschaft von meinem Gasttypen. Warte mal, wie war das auf Deutsch? Ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls, der Hintergrund sieht mega geil aus. Sonne scheint richtig, richtig krass und das haben wir auch schon das eine oder andere Mal gesehen, dass überall Schnee rumliegt, obwohl es halt richtig, richtig warm ist. Ich stehe halt hier nicht allein rum, sieht man da hinten auch schon am Schatten. Ich stehe hier mit Ben. Hi. Genau. Wir haben auch noch vor, nachher ein bisschen was aufzunehmen. Warte mal. Get you to the camera. Okay. Wir werden nachher noch ein paar Challenges aufnehmen oder sonst irgendwas. Und wir latschen jetzt noch ein bisschen rum, bevor es dunkel wird. Und wir sehen uns dann. Haut rein! So, wir dachten uns, wir machen jetzt eine kleine Challenge. Wir haben ein paar Sachen für euch vorbereitet. Ihr werdet dann sehen, was es ist. Und ich werde das jetzt mal alles irgendwie auf Englisch machen. Und ich werde dann vielleicht Untertitel einblenden oder sowas. Starting with the astronaut food. Did you ever have these? Yeah, I've had it before. Yeah? Ice cream as well? Mm-hmm. Okay. Just bags in. How is that even possible? They just suck all the, just all the liquid out of ice cream. Yeah, but... with a big old vacuum. Shouldn't it, like, turn into... I don't know. It's so weird to have not cold eyes. That's kind of paradox, I guess. So, I'm going with the strawberry. Alright. Chocolate. It's pretty good. Mm. It's weird, though. Yeah, it is. Strange. Oh wow, it's sticky. In Germany we have something we call biscuit, and it tastes kind of like that, and I like it. Hot tamales. Hot tamales. Hot tamales. Have you tried these? I've had regular hot tamales, but never this, the
tropical flavor. That's kind of strange. Let me show you this, little camera. Is it? So it's hot sweets. Yep. With fruit flavor. Yeah, mango tango, pineapple pecan, and lemon. Lemon fever. Curious about that. It's pretty good though. I like it, yeah. It's like Jelly Bellies. But spicy. Mm. But not that spicy. Yeah. Okay. Right, I got lime. I like the lime. The spicy goes well with it. Mm-hmm. It reminds me kind of on lemongrass. Mm-hmm. Oh, the orange one was the pineapple. That's the mango. Oh. They're really good. Yeah, I like them. Mm-hmm. The next thing will be a pain in the ass. So it's a challenge game. We got Jelly Bellies, and like for every look there are two different tastes. So we have banana, black pepper, blueberry, booger, candy floss, cherry, cinnamon, dirt, earthworm, earwax, grass, pineapple, marshmallow, rotten egg, sausage, lemon, soap, tutti frutti, vomit, and melon. That will be fun. Is there one of each? Okay. Ready? Yeah. Yeah, that's green apple. Grass. How is it? It's not that bad. It's weird. I don't know if that is how grass tastes. Yeah. Something bad. Me too. Oh, that's salty. Oh. Yeah, I guess that's booger. I think so, yeah. We both got it. Oh. I can't tell what this is. Oh. Mine was earwax. But it was kind of good. Oh, I guess rotten egg. You got rotten egg? Oh, that's disgusting. Oh, wait, I think I got marshmallow. Yeah. Ah. Two white ones left. All right. Marshmallow. Ah, I guess that's earwax. You keep getting all the bad ones. Good for you. Mm. Oh, sausage. Oh, yeah. That's weird. Oh. It really tastes like sausage. Yeah. Mm. Yeah. Is that dirt? Earthworm? Earthworm. Yeah. Oh. That's gross. That's really bad. Could
you imagine that a worm tastes like that? Yeah, I can see that. What about these two brown ones? Sure. They're not that bad. Yeah. Kind of sweet. Oh, I can taste the dirt though. For real. Yeah. That's weird. I guess that might be black pepper. Yeah. Is it bad? It's like you put a lot of salt and pepper into jello. Wow. Yeah. Ah. Pepper is strong. I don't want to eat any of the booger ones. But the very best thing at the very end. So we got crickets with bacon and cheese. You said you already had one of these. No, I ate just regular crickets a long time ago, but not the bacon and cheese. Why did you do it? It was when I was a kid. One of my friends was having like a Fear Factor birthday party. Ah, and so yeah. They had like crickets and scorpions and stuff. Cool. Scorpions aren't very expensive. I don't know actually how expensive they are, because you can buy scorpion lollipops. Cool. Smell like bacon and cheese. I had turtles once, and it smells like the food I gave them. Camera. That's how they look like. Yeah. Ah. The head and the guts are still in it. Right? Yeah, let's do it. 3, 2, 1. Kind of bad, but not that bad. The cheese is coming. In the end, it's okay. Yeah. But it's just imagining that you're eating a cricket that makes the whole thing difficult. Yeah. So, I think it would be worse if they were not that dry. Yeah. So like they were still jumping around and living and all that stuff. That would be way worse. I need one of these to... Yeah, these are good. Any final words? The jelly beans were the grossest. Yeah. What do you think which flavor was the worst? The booger one was really bad. Also the sausage one. I would say earthworm and sausage. Earthworm was pretty bad too. Yeah, okay. Gut, dann war es das auch eigentlich schon so für heute. Das war so der Tag, wir waren dann halt. Wir sind in der Schule da angekommen. Die Band hatte uns was vorgespielt. He's playing the guitar. And yeah. I'm curious how the day will be tomorrow. Also, ihr wisst, wie es läuft, Leute. Ich hoffe, es wissen, was dann aus. Haut rein!